Es gibt Dinge, über die ich noch nie gesprochen habe, die mich ultra unsympathisch machen. Und heute breche ich mal mein Schweigen und ich werde mich selbst ein bisschen exposen. Deswegen gibt es heute 5 Dinge, die mich wirklich unsympathisch machen. Los geht's. Auf Platz Nummer 5 von Dingen, die du nicht über mich wusstest und mich irgendwie unsympathisch machen, ist, ich liebe Deutschrap. Und ich meine jetzt nicht dieses, was du Liebe nennst und wir haben uns alle lieb und Crow und so. Die auch, aber das macht einen ja nicht unsympathisch, sondern ich rede von JBG2, Kollega und Farid Bang. Ja, ich war auch schon mal beim JBG2 Konzert. Ich habe es schon mal auch in der Story, war glaube ich so Hintergrundmusik von Kollega und da haben mir auch Leute geschrieben, ja, diese böse frauenverachtende Musik oder es ging irgendwie so in die Richtung und ich muss sagen, ich ziehe mir die Mucke, weiß ich nicht, bei jedem Training oder jedem zweiten Training hören wir schon die Assi-Deutschrap. Ja, und ich kann verstehen, dass das für jemanden, der das nicht als Kunstform sieht und auch nicht, Kollega hat damals Jura studiert und ist sehr, sehr versiert, was Wörter angeht und Rap-Technik und so und wenn man da nicht drin ist, dann denkt man sich, was ist denn das und wie kann man das denn hören? Ich bin da sehr drin, sodass ich da sogar beim Konzert war und das ist, glaube ich, was, das weiß so gut wie keiner, feiere ich aber übelst, kannst du mich jetzt haten, aber Deutschrap fand ich schon immer sehr, sehr cool. Casper zum Beispiel war damals auch Bad Rapper, war damals bei Selfmade und der wurde dann erst durch die Kommerzialisierung mit Universal Music, war das, glaube ich, wurde er halt so ein bisschen softer und hier auf und davon und alles ist okay. Davor hat der noch so richtig krasse Songs gebracht mit Mittelfinger hoch und Dampfwalz und so weiter, die ich auch immer noch sehr häufig beim Training höre. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Faktor und zum nächsten Dingens und dafür werde ich auf jeden Fall gecancelt, würde ich gecancelt werden, denn auf Nummer 4 ist etwas, ich bin politisch ultra inkorrekt. Also wenn jemand unsere WhatsApp-Memos oder irgendwie sowas mal, ey, da wäre vorbei. Ich finde es auch, also ich finde es richtig erschreckend, wenn man überlegt, dass wir erst vor 30 Jahren irgendwie einen Mauerfall hatten mit DDR und so, dass jetzt zum Beispiel bei ZDF Magazin Royal, dass bei Jan Böhmermann einfach so ohne Nachfrage oder Kritik WhatsApp-Sprachnachrichten abgespielt werden. Das, finde ich, ist etwas mit unserer Vergangenheit, ist etwas, was sowas von daneben ist, weil wenn meine Sprachnachrichten teilweise geleakt werden und ich bin sehr, sehr ironischer, sarkastischer Typ, ich rede im Moment mit so einem Kollegen mal geschäftsmäßig und der sagt immer, Felix, manchmal bist du so ein richtiger Schelm. Und da war ich so, okay, Schelm. Das ist so richtig bad, ja. Aber nein, also würde mein Handy geklaut werden und ich habe auch echt Schiss davor, deswegen muss ich, also deswegen überlege ich mir auch gerade, wie ich das machen könnte. Also das wäre vorbei. Da würde, glaube ich, kein Kooperationspartner. Oder vielleicht doch, vielleicht, ich glaube, es ändert sich jetzt gerade, weil früher war so diese Vogue-Geschichte, man muss irgendwie ganz viele komplizierten Sachen und sich an ganz viele Sachen halten. Ich glaube, jetzt ist alles ein bisschen direkter geworden und auch wieder, dass man viele Sachen einfach sagen darf und drüber sprechen kann und vor allen Dingen auch Witze darüber machen. Also Kristall hat ja damals, boah, das muss ja schon irgendwie 10 Jahre her sein, als er bei TV Total mit DAFA das war, fand ich ultra gut. Wir müssen halt alle mehr lachen. Also auch wenn du mit mir rumhängst oder mit uns rumhängst, hey, wir sind nur am Lachen und machen uns über alles und jeden lustig. Und das ist etwas, das kommt natürlich nie so rüber und das will ich auch gar nicht die ganze Zeit machen, weil sich ja irgendjemand dann angegriffen fühlt und so. Deswegen bin ich halt dann vom Video und so ein bisschen politisch korrekter. Und aber ey, ich finde, man kann wirklich über alles Witze machen. Ich glaube, es gibt nicht eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, wo ich sagen würde, darüber lacht man aber nicht. Muss ich sagen, und das macht mich ultra unsympathisch. Aber das nächste ist etwas, was sehr, sehr persönlich ist und vielleicht hast du gerade noch gedacht, ja, okay, das verkrafte ich. Aber auf Platz Nummer 3, ich bin hin und wieder vielleicht ein bisschen egozentrisch oder egoistisch. Da lachst du, ne? Ja, hin und wieder, ja. Also, und das Lustige ist, wenn du dich mit erfolgreichen Menschen befasst, mit den Biografien, mit dem Arnold Schwarzenegger oder so, dann stellst du immer fest, dass die sehr, sehr häufig sich auf sich konzentrieren und ihren Weg nach vorne gehen. Du bist wie die. Und ich bin wie die, also Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs und Felix. Aber nein, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, diese Eigenschaft von den Leuten nach vorne zu gehen, nicht unbedingt nach links und rechts zu gucken. Und ich gebe dir ganz konkrete Beispiele, wo ich auch zum Beispiel anecke. Wenn du so einen Workload hast, jetzt wie ich, und versuchst, so viele Videos zu machen, du hast da noch ganz viele Mitarbeiter, die auch natürlich bezahlt werden wollen. Das heißt, du musst richtig viel Kohle ranschaffen, dass du die bezahlen kannst. Du versuchst dir halt selber was aufzubauen. Ich bin ja jetzt nicht angestellt im Krankenhaus oder so, sondern das ist alles selbstständig. Das heißt, du hast Existenzängste und du hast ja auch diesen Purpose, wirklich vom Kopf, möglichst vielen Leuten zu zeigen, wie geil ein gesundes Leben ist und so. Und dafür musst du halt viele Leute erreichen. Dafür musst du gucken, dass du tolle Kamera hast und dass auch dieser Rahmen richtig spannend und so. Genauso wie auch jetzt so Körpertraining und Gesundheit jetzt von meinem Körper ist mir halt auch ultra wichtig. Und was halt dann kommt, ist sowas wie der Alltag. Sind zum Beispiel irgendwelche Familienveranstaltungen, die den ganzen Tag übergehen. Und da ist es so, dass ich nicht zu denen gehe. Oder wenn für einen kürzeren Zeitpunkt. Oder auch mich um bestimmte Sachen dann auch nicht so kümmere. Also mittlerweile würde ich zum Beispiel nicht mehr zu einem Umzug gehen, um da zu helfen. Ey, das habe ich
so viele Jahre gemacht und also habe ich das Gefühl, ich bin zu alt für diesen Kram, ja. Aber das ist etwas, weil ich meine Ziele habe, die ich halt fokussiert verfolge. Und ich glaube, das kann man, das glaubt man nicht, wenn man mich so sieht und sympathisch und so weiter. Ey, das ist relevant und auch wichtigste Leute in meiner Umgebung, das ist halt schon ein relevanter Punkt. Jetzt will ich aber noch eins beschwichtigend sagen, was mich, glaube ich, noch ein bisschen unsympathischer macht, weil ich will jetzt dir wirklich ans Bein pissen. Geht schon los mit meinem Straßenjargon, ne? Ganz viele Menschen, auch in meiner näheren Umgebung, die sind genauso egoistisch bzw. egozentrisch. Denen ist das nur nicht bewusst, weil die so konfliktavers sind. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Ziel hast, du möchtest jetzt viel trainieren oder du willst jetzt irgendwie 5 Kilo abnehmen oder so, dann wirst du feststellen, dass dein Umfeld, warum auch immer, dich im Regelfall nicht dabei unterstützt. Und die wollen parallel Sachen zu dir. Zum Beispiel, wenn du Sport machst, dann sagen die, nein, du machst jetzt nicht Sport. Du musst jetzt hier, keine Ahnung, mit mir Eis essen gehen. Oder du musst jetzt das und das essen. Oder du musst jetzt zu der Familienfeier oder so. Das geht jetzt nicht, dass du das jetzt tust. Und du bist ja so ein egoistischer Typ und so. Was die Leute dann machen, die sagen, ja, okay, ich mach das dann nicht. Ich mach das, was du gerne hättest. Und das will ich kurz trennen, weil du denkst vielleicht, du machst das dann für den anderen. Du machst aber in Wahrheit nur für dich, weil du nicht stark genug bist, um in diesen Konflikt zu gehen. Boah, jetzt wird so richtig politisch unkorrekt. Das sehe ich bei ganz vielen Männern in Beziehung, wo die weibliche Partnerin gerne einen Kurs vorgibt, was sie gerne hätte, von Urlaub über Hobby, über Familienfeiern, über Freunde treffen. Und der Mann, der kann sich dann nämlich entscheiden, der hat dann keinen Bock darauf und der kann dann überlegen, okay, fokussiere ich mich jetzt auf mich und mein Ziel? Dann weiß die Frau ganz genau, dass sie dann sauer wird. Und ich habe diesen Streit. Ich will den Streit aber nicht. Also ich sehe das sogar auch schon mit als teilweise psychische Gewalt, was ich da sehe. Weil du weißt dann als Mann, okay, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich einen Streit. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück und mache halt das, was sie sagt. Und gehe nicht in den Konflikt. Aber es ist eigentlich purer Egoismus, weil du machst ja das, weil du selber nicht in diesen Konflikt gehst. Es hat nichts damit zu tun, dass du das dann für andere machst und so weiter. Aber das sind so Lügen, die wir uns gegenseitig immer erzählen. Da nochmal wirklich krasse unsympathische Vibes von mir. Und ich finde das wirklich so krass, wenn wir jetzt auf das Thema Abnehmen gehen und Muskelaufbau, habe ich eine Keynote gehalten und habe da, es waren glaube ich 500 Leute da ungefähr, und habe gefragt, wer von euch musste sich schon mal rechtfertigen, weil er sich gesünder ernährt hat? Also negativ. Alle haben aufgezeigt. Und auch in meiner Masterclass, ich hatte mal vor einem Jahr eine Ernährungsmasterclass, mittlerweile ist die, kann man die nicht mehr kaufen, die launche ich jetzt in, ich glaube, 1,5 Wochen. Da haben die Leute gesagt, so nach einer Woche, ey, mein Partner unterstützt mich nicht. Mein Umfeld unterstützt mich nicht und so, weil das denen nicht in den Kram passt, wenn sich ein Mensch verändert. Und das ist ein allgemeines Phänomen. Und ich bin hier, um dir zu sagen, ey, dass du damit nicht alleine bist, wenn du das machst. Und ich überlege auch gerade, ob zum neuen Masterclass-Launch, ob ich jetzt extra nochmal Videos mache zu diesem Thema. Wie gehst du damit um, wenn du ein Ziel hast und dein Umfeld dich nicht unterstützt? Weil das ja so wichtig ist, weil du ja letztendlich eine Art Spiegelbild von deinem Umfeld bist oder du bist alleine. Das sind ja die beiden Optionen. Und du kannst dann entweder dir überlegen, hey, möchte ich so sein, wie die wollen? Was bist du dann? Dann bist du eigentlich die Summe der Erwartungshaltung deines Umfelds. Oder du fragst dich, hey, wie willst du denn sein? Und dann brauchst du aber Hilfe und Unterstützung, um das zu machen. Und das versuche ich jetzt in 1,5 Wochen dann noch mit reinzuschustern, wenn du das willst. Das war jetzt viel Content und viel wirres Zeug, was normalerweise nicht so von mir kommt, weil ich versuche dann meistens irgendwie auf Studienergebnisse oder auf irgendwie medizinische Sachen zu machen. Das war so ein bisschen Real Talk von Sachen, die ich mitbekommen habe. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1, weil Platz Nummer 2, da habe ich jetzt nämlich jetzt keine Zeit mehr zu. Schreib mir gerne, wenn du Platz Nummer 2 nochmal drin haben willst. Und wenn du Fragen zum Masterclass hast, dann gerne in die Kommentare, sonst gibt es auch auf meinem Insta- und WhatsApp-Channels immer Umfragen und auch jetzt neuerdings im YouTube-Community-Button. Auf Platz Nummer 1 von Dingen, die mich richtig unsympathisch machen. Ich bin für körperliche Gewalt. Also erstmal muss ich sagen, ich bin komplett gegen Gewalt. Ich finde, Gewalt ist was ganz, ganz Schlimmes. Wir haben aber in unserer jetzigen Gesellschaft und Zeit was ganz, ganz Verrücktes. Wir haben nämlich ganz, ganz viele psychische Gewalt und die wird gar nicht als Gewalt gesehen. Also zum Beispiel, als ich im Krankenhaus war, im Studium, wie da manche Oberärzte mit Assistenzärzten oder Ärzte mit Pflege oder Pflege mit Medizinstudenten umgegangen sind, das war psychische Gewalt. Und das war was wirklich, was ich ganz, ganz schrecklich fand. Wir sind in einer Zeit, wo körperliche Gewalt wirklich aufs Schärfste verurteilt wird. Und das finde ich erstmal total gut, dass es so ist. Ich finde aber auch, psychische Gewalt müsste auch aufs Schärfste verurteilt werden. Und es ist sogar so in der Rechtsprechung,
dass wenn du einen psychischen Angriff auf dich hast, du durchaus mit körperlicher Gewalt auch, also wenn der andauert, darauf antworten darfst. Jetzt muss man sagen, dass ich das persönlich noch niemals, ich sag jetzt mal, genutzt habe, die körperliche Gewalt, weil ich auch so erzogen wurde, dass das das Schlimmste von der ganzen Welt ist. Aber ich glaube, wir sollten alle lieb sein und keine Gewalt ausüben. Ich finde aber, wenn jemand psychische Gewalt ausübt, dass der sich das vielleicht dreimal überlegen würde, wenn er davon ausgehen würde, es könnte eine körperliche Reaktion kommen. Gerade wenn es in einer Machtposition ist. Also gerade wenn du so eine Hierarchie hast und jetzt zum Beispiel dein Chef weiß, dass er dich die ganze Zeit runter machen kann. Wenn der überlegen würde, für 20% kriege ich vielleicht eine Ohrfeige, wird er sich das vielleicht nochmal überlegen. Ja, das ist natürlich jetzt in einem albernen Konzept. Aber ich möchte hier bitte ganz klar sagen, dass ich gegen Gewalt bin, um das nochmal zu korrigieren. Ja, also ich bin gegen körperliche Gewalt. Ich bin aber auch gegen psychische Gewalt. In diesem ersten Punkt wollte ich einfach nur sagen, dass ich es für einen großen Fehler halte, körperliche Gewalt, wie zum Beispiel Will Smith mit der Ohrfeige, reden ja alle über diese Ohrfeige. Auch in diesem Fall finde ich die Ohrfeige nicht gut und diese Situation hat er sehr, sehr unsmart gelöst einfach. Aber grundsätzlich, wenn jemand dich jetzt ein Jahr lang fertig macht und mobbt und auf alles geht und du gibst ihm eine Ohrfeige, ist es jetzt so, dass du in der Schule, keine Ahnung, kriegst eine Klassenkonferenz oder so oder ich weiß gar nicht, eine Abmahnung oder so mit diesem Titel, du hast diese Person geohrfeigt. Aber dass diese andere Person dich psychisch, und das passiert halt auch leider in Beziehungen ganz häufig, psychisch so krass geohrfeigt hat und das über Jahre und du einfach nur eine körperliche Reaktion gemacht hast, das wird irgendwie nicht so richtig anerkannt, sondern es ist ganz klar, okay, die Ohrfeige überwiegt und das andere ist dann ja egal. Und das will ich bitte, dass sich das ändert und nicht mehr körperliche Gewalt, sondern einfach weniger psychische Gewalt und dass psychische Gewalt ähnlich wie körperliche Gewalt in einer Riege steht. Also seid bitte lieb zueinander und macht überhaupt keine Gewalt gegenüber. Körperliche Gewalt habe ich auch noch nie gemacht, genauso wie, ich hoffe, psychische Gewalt habe ich auch noch nie so richtig gemacht, oder? Was sagst du? Ja, ich finde, beides hast du gemacht. Du hast mich beim Boxen verprügelt und ich hoffe, das habt ihr jetzt alles nicht gehört. Er hat gesagt, Felix, du übertreibst, du bist einfach nur so gut und wunderbar. Aber manchmal gibt es Sachen, die ich auch nicht mache, obwohl ich sie predige, wo ich euch im Prinzip belüge. Und deswegen, also wenn ihr das sehen wollt, wie ich euch sozusagen belüge, dann ist dieses Video für euch.